So, grüße euch, Paraguay Live, und liebe herzliche Grüße aus Paraguay. Wie immer sonnig, etwas bewölkt und heute ein wichtiges Thema. So, heute, wie gesagt, viele von euch haben es ja gefragt, nicht nur nach Auswanderung aus Deutschland, sondern grundsätzlich konkrete Fragen zum Ablauf der Auswanderung beziehungsweise in diesem Video zu dem Einwanderungsablauf hier in Paraguay. Und darüber werden wir heute sprechen. Also der Einwanderungshelfer und wie läuft das Komplette ab. Also bleibt einfach mit uns dran. So, also ich werde nicht darauf ankommen oder euch nochmal berichten, welche Dokumente man braucht. Da werde ich das eine oder das andere Video hier verlinken. Habe ich schon zum Einwanderungshelfer-Videos gemacht, als auch zu den notwendigen Dokumenten. Also, heute nochmal ganz kurz, danke für eure Fragen, wie immer, und möchte euch den kompletten Ablauf ganz kurz schildern. Da kamen viele Fragen von euch. Also, fangen wir natürlich an. Ihr bringt die ganzen Dokumente mit. Die drei notwendigen Dokumente, wie gesagt, in diesen Videos, schaut euch das an, falls ihr nicht angeschaut habt. Mit diesen Dokumenten, falls erwünscht, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. So, könnt ihr direkt 3-4 Tage Maximum in unser Teamhotel in Asunción übernachten. Ihr wird vom Flughafen abgeholt, ihr zahlt keine zusätzlichen Kosten, was der Transportservice angeht. Natürlich, die Übernachtung kostet schon Geld. Also, ihr werdet vom Flughafen abgeholt, kein Stress, kein Problem, ihr seid gestresst. Lange Flug, 13, 14, 15 oder 20 Stunden, je nachdem von wo man kommt. Die ganzen Pausen dazwischen. Also von daher, man sollte gut gepflegt sein und mit gutem Einwanderungsservice. Deshalb, wie gesagt, was wichtig ist, ihr werdet vom Flughafen abgeholt, ins Hotel gebracht. Pro Doppelzimmer könnt ihr ungefähr je nach Saison ungefähr 70 amerikanische Dollar rechnen. Falls ihr wünscht, könnt ihr natürlich länger in Asunción bleiben. Wenn nicht, könnt ihr gerne zu uns nach Piribebuy kommen. Der Preis ist ungefähr die Hälfte. Ist natürlich frische Luft mit dem Swimmingpool und könnt ihr natürlich euer Aufenthalt genießen, nachdem ihr im Prinzip in den 3, 4 oder 5 Tagen die kompletten Dokumente bzw. die Beantragungen von diesen Dokumenten erledigt habe mit unseren Menschen bzw. mit unseren Personen. So, nochmal eine kurze Frage. Das war vom, ich glaube, es haben Hans und Jürgen, wenn ich da richtig sehe, gefragt. Es gab auch andere Fragen. Was passiert danach? Gut, also ihr müsst kein Spanisch sprechen. Das ist schon mal wichtig. Ja, also ist natürlich von Vorteil, aber kein Problem. Wir sprechen, wie gesagt, mehrere Sprachen. Natürlich Deutsch für die Deutsch-Auswanderer, für die Auswanderer aus der Schweiz bzw. aus Österreich. Es gibt natürlich auch viele Auswanderer aus Polen, die auch Deutsch sprechen. Darüber hinaus spricht man auch Englisch. Also wir haben Mitarbeiter, die wirklich also ganz gutes, perfektes vielleicht nicht, aber gutes Englisch sprechen, also ist überhaupt gar kein Problem, sich zu verständigen. Das heißt, vom Flughafen abgeholt, wenn der Flug morgens kommt, kann man direkt schon am gleichen Tag mit der Beantragung der Dokumente beginnen. Also, kurz ins Hotel, frisch machen und da geht es direkt los. Ja, also,
die Angelegenheit, wo man euch nicht braucht, erledigen wir alleine bzw. unser Personal. Kein Problem. Aber es gibt natürlich Sachen, die ihr persönlich unterschreiben müsst. Logischerweise, es geht halt nicht anders. Und da brauchen wir euch. Was wichtig ist, vorher bitte die ganzen Dokumente mitbringen, nicht vergessen. Also Pass und die Dokumente, wo ich natürlich in dem anderen Video euch verlinkt habe. Okay? So, die genauen Tage planen wir mit euch natürlich vorher im Voraus. Das heißt also am besten, ihr schickt an die untere Adresse, die ihr euch angebe, einwanderungshelfer@gmail.com. Hier werde ich euch einblenden. Am besten Kopie des Passes und natürlich am besten auch die Kopie der jeweiligen Dokumente, damit wir noch exakt prüfen können, ob es eventuell etwas fehlt und ob alles in Ordnung ist. Das ist sehr wichtig, spart eure Zeit, euer Geld und vor allem auch unsere unnötige Arbeit. Okay? Also gute Vorbereitung ist wichtig, also am besten an die E-Mail-Adresse vorher Kopie des Passes von den Personen, die die Aufenthaltsgenehmigung beantragen werden. Das ist ja wichtig. Wir können nämlich schon verschiedene Dokumente im Voraus ausfüllen, vorbereiten lassen, einige Sachen, damit ihr im Prinzip kommt und braucht 1, 2, vielleicht maximum 3 Tage, wo wir euch exakt brauchen. Okay? Also falls ihr in Asunción die 2, 3 oder 4 Nächte bräuchtet, zeige ich euch hier ganz kurz, wo ihr übernachtet könnt. Wie gesagt, nicht im Preis enthalten. Das ist also wichtig. Also wir können wirklich schon manche Geschenke machen, aber nicht alles. Ja, das heißt also um die 70 amerikanische Dollar müsst ihr pro Übernachtung rechnen. Hier zeige ich euch kurz das Hotel, wo ihr übernachtet wird. Okay? Also nach diesen 2, 3, maximum 4 Tagen, falls alles vorbereitet ist, da ist das wirklich maximum 3 Tage, wo wir euch brauchen, habt ihr im Prinzip frei, könnt euch praktisch Paraguay anschauen, könnt ihr woanders hinfliegen, hinfahren, euer Urlaub, euer Aufenthalt einfach genießen. Ja? Das heißt, also kurze Zusammenfassung, die Dokumente vorher per E-Mail senden, ja, dann wird ihr vom Hotel abgeholt, falls erwünscht, zusätzliche Kosten. Wir gehen mit euch durch die Behörden, erledigen alles in eurem Namen, ihr müsst die Sachen unterschreiben, dann habt ihr einfach frei. Ja, das heißt also, sowohl die Daueraufenthaltsgenehmigung wird beantragt, als
auch der Personalausweis. Okay, das Ganze 1.500 Euro, wie gesagt. Alle Preise sind schon inklusiv. Also es kommen keine Zuschläge von wegen, ach, es wird schneller gemacht. Vielleicht zahlt ihr mir nochmal 300, 400, 500, 600 Euro mehr. Vielleicht geht es etwas schneller. Nein, nein, so arbeiten wir nicht. Ja? Wir haben einen konkreten Festpreis und in dem Festpreis ist alles drin enthalten. Okay? Also von daher, wir legen also wirklich exzellenten Service. Das ist für uns wichtig. Ihr kommt müde an und wollt eure Ruhe haben. Das heißt, also das Nötige müsst ihr erledigen. Wir sind immer dabei. Das heißt, entweder ich, der Werner, der Alex oder andere Personal von uns. Also wir lassen euch nicht alleine. Wird alles von uns vorbereitet und erledigt. Von daher ist es sehr, sehr wichtig bei einem kompletten Service. Ja? Darüber hinaus natürlich können wir euch gerne helfen, bei der Bank ein Konto zu eröffnen, Immobilien zu erwerben, Autos zu vermieten bzw. Zu kaufen. Aber da machen wir andere Videos drüber. Wichtig, ich hoffe, eure Fragen sind damit auch beantwortet, wie der komplette Ablauf ist. Also kein Problem. Wir nehmen euch praktisch so ans Händchen. Ihr braucht keine Ahnung zu haben. Wenn ihr oder falls ihr auch zum ersten Mal nach Paraguay kommt, überhaupt gar kein Problem. Also ich nenne das einfach Plan A. Wirklich, glaubt mir das. Das ist schon das A und O, damit man abgesichert ist. Ja, also es sind einige Dokumente, nur einige Dokumente zu erledigen. Dann gibt es die 5.000 Dollar, also US-Dollar, die ihr als Deposit, ja, also hinterlegen müsst. Und sonst ist es nichts. Also ich sage, oder ich bin mir sicher, ihr müsst nicht unbedingt jetzt auswandern. Ja? Es reicht, dass ihr die Einwanderungsdokumente, sowohl die Daueraufenthaltsgenehmigung als auch den Personalausweis habt. Dann könnt ihr noch mal 2-3 Jahre in Deutschland oder woanders oder in Europa verbringen. Aber ihr habt auf jeden Fall die Sicherheit, in Paraguay könnt ihr immer zurückkommen und seid immer willkommen. Und es funktioniert auch, wenn sich die Vorschriften ändern. Man weiß es ja nicht. Also es ist wichtig, ein bisschen Gas geben und die Dokumente alle zu erledigen. Falls ihr natürlich Fragen habt, wie immer gerne bitte unten in den Kommentaren die Fragen stellen. Ja? Und natürlich persönlich auch, aber bei so vielen Anfragen bitte lieber in den Kommentaren verschiedene Fragen stellen. Ich werde sicherlich einige Videos dazu machen. Falls ihr Fragen habt, das läuft auf jeden Fall viel, viel besser und vor allem hilft auch allen, also nicht nur einzelnen Personen. Ich spare mir Zeit, unser Team spart auch Zeit und auch sparen wir eure Zeit. Okay? Also in diesem Sinne, abonniere den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wichtig ist, in diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Zeit. Europa, kommt nach Paraguay, macht die Dokumente, damit ihr in Ruhe leben könnt und wieder nicht zu spät seid. Okay? Also in diesem Sinne, links wie immer werde ich euch unsere Videos aus unserem Kanal, die empfehlenswerten natürlich, weiterempfehlen, weiter zeigen. Und in diesem Sinne wünsche alles Gute, mach's gut, Likes nach oben natürlich und wir sehen uns im nächsten Video und danke nochmal für eure Fragen. Okay? Das Wetter wie immer, wie ihr seht, top. Und auch die Palmen. Ciao, ciao.